Und Sie waren letztes Jahr ja schon hier im Werk und durften Lokomotive fahren. Dieses Jahr werden Sie dann unser komplettes Service-Portfolio kennenlernen. Also schön, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank. Von der bayerischen politischen Aussicht geht es nun zu unserem lokalen Matador und Chef unserer Geschäftseinheit Customer Services. Ich darf begrüßen Herrn Johannes Emmerheinz. Sehr geehrter Herr Staatsminister, liebe Frau Wittmann, liebe Kunden, ja, liebe Freunde, die wir jeden Tag gemeinsam für die Mobilität arbeiten. Wofür steht Siemens Service, wofür steht dieses Service Center hier in Aalach? Es steht für 100% Verfügbarkeit, 100% Availability, wie wir sagen. Das heißt, was wollen wir hinbekommen? Wir wollen hinbekommen, dass all das, was wir gemeinsam entwickeln und auf die Schiene setzen, auch mit höchster Verfügbarkeit auf der Schiene unterwegs ist. Und dafür steht dieses Service Center. Das Service Center liegt hier ganz nah am Ostbahnhof. Sie haben es selbst erfahren können, wie Sie hergefahren sind. Also ideal für alle, die hier durchkommen. Und so ist ein wichtiger Meilenstein, um diese Verfügbarkeit sicherzustellen. Wir haben hier bereits schon die ersten Lokomotiven gewartet und auch schon Komponenten-Overhaul und Reparaturen durchgeführt. Wir haben mit der Pro 4 angefangen aus Polen, die hier unterwegs war. Jetzt haben wir gerade momentan eine E4 nebenan stehen, die werden Sie auch dann sehen. Neben den zwei Gleisen, die Sie nebenan sehen, haben wir noch ein drittes Gleis zur Verfügung, sodass wir hier auch atmen können. Weil das ist für mich wichtig. Wenn Sie hier vorbeikommen, Zeit haben, eine Lücke haben, wir Dinge für Sie tun können oder, was hoffentlich so gut wie gar nicht vorkommt, auch einmal eine Reparatur notwendig ist, die können wir hier jederzeit tun. Reparaturen, die durch Ausfälle kommen, aber auch durch Unfallschäden kommen. Wir hatten neulich einen Unfall, der mit einem Betonmischer passiert ist, wo es darum ging, auch die Lokomotive wieder möglichst schnell in der Struktur aufzurichten, um wieder funktionsfähig zu kriegen. Also auch das können wir tun. Und jeder versteht das, mit der Nähe zum Werk, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir hier auch in einer Werksinfrastruktur haben, ist es natürlich bestens möglich. Und so fügt sich dieses Service Center hier in Aalach ein in das Netzwerk, das wir haben. Wir haben unser Prüf- und Validation Center in Winkel-Wildenrath, näher im Norden von Deutschland. Wir haben die ersten Standorte in Italien, wir sind dabei, in Österreich Standorte zu machen. Wir haben Standorte in Dortmund, wie der Rhein-Ruhr Express. Und das Ganze fügt sich in ein Netzwerk, da kommt die UK noch dazu, da kommen die Standorte in den USA dazu. Also das Netzwerk wird immer weiter und weltumspannend, mit dem klaren Ziel, dort zu sein, wo Sie sind. Wir richten das Netzwerk an Ihnen aus. Dort, wo Sie uns brauchen, sind wir da. Und jetzt geht der Bogen noch weiter. Das Netzwerk besteht nicht nur aus einem Depotnetzwerk, sondern besteht auch aus sehr, sehr vielen Menschen und aus den Prozessen, die Sie dort haben. Und das ist der Schritt, den wir auch tun wollen, die Innovation, die wir tun wollen. Und das werden Sie auch sehen hier an den verschiedenen Ständen. Ich würde ganz gerne Ihr Augenmerk auf ein Thema richten, wo wir uns sehr, sehr viel versprechen. Das ist das Thema Augmented Reality, können Sie gerne auch drüben anschauen. Das ist nicht nur was, worüber ich was erzähle, das ist anfassbar. Da geht es darum, dass in den Daten Informationen während der Reparatur eingespielt werden, dass wir eine papierlose Dokumentation haben und eine sofortige Ersatzteilbestellung. Das heißt, wir standardisieren die Prozesse, wir machen sie schneller, wieder mit dem Ziel, höhere Verfügbarkeit, kürzere Reparaturzeiten sofort zu generieren. Ersatzteile habe ich schon angesprochen. Sie können über das Thema Augmented Reality über Ersatzteilinformationen und Bestellungen verfügen. Das gehört dann auch dazu, um eine große Verfügbarkeit hinzukriegen. Wir haben ein Ersatzteilbestellnetzwerk mit einer Zentrallage in Frankfurt, wo wir in kürzester Zeit möglich sind, Teile überall hinzuschieben, wo sie brauchen. Um das effizient zu machen, geht der Bogen im Prozess jetzt noch weiter. Und das ist jetzt der Schritt, den wir gemacht haben. Der Bahntechnik kommt von einer reaktiven Service, wir haben gewartet, bis irgendwas passiert ist und haben dann agiert, hin zu einem proaktiven Service und noch viel weiter hin zu einem Predictive Maintenance, einem vorschauenden Service, wo wir sagen, aufgrund, dass wir das Fahrzeug kennen, wissen wir, was das Fahrzeug in der Zukunft braucht und verhindern so Aufwände. Und so kommen wir da auch hin zu den 100%, die ich vorher erwähnt habe. Das ist also nicht irgendwas, was ein Hirngespinst ist in irgendeiner Form, sondern in dem Augenblick, wo Sie Fahrzeug online haben, wo Sie die Daten haben, die Fahrzeuge verstehen, die Daten auswerten und aus der Erfahrung in der Vergangenheit und aus Umweltdaten und sonstigen Daten
es schaffen, in die Zukunft vorherzusagen, kriegen sie diese Verfügbarkeiten hin. Und da gibt es die Beweise in Polen, wo wir momentan mit den Lokomotiven unterwegs sind. Da gibt es die Beweise auch bei den Hochgeschwindigkeiten. Das schönste Beispiel, was ich da eigentlich immer habe, ist das Thema Spanien, weil dort die Kunden der Kunden entschieden haben, der Anteil der Reisenden, die zwischen Barcelona und Spanien sich mittlerweile für den Hochgeschwindigkeitszug entscheiden, ist von 30% kommend. Im letzten Monat waren wir das erste Mal deutlich über 70%. Und das ist allein dem Thema geschuldet, dass dort der Zug zu 99,9% pünktlich ist. Und das ist das, was der Kunde will. Er will pünktlich und sicher an einem Ort ankommen. Und da haben Sie unsere Zusage mit dem Thema 100% Verfügbarkeit. Noch ein bisschen mehr über das Thema Daten. Unser Datencenter ist hier. Alle Daten, die wir von den Fahrzeugen bekommen, laufen da zusammen. Alle Daten, die wir aus der kompletten IT-Infrastruktur holen, also auch aus den Workorders oder den Arbeitsaufträgen unserer Kollegen, laufen dort zusammen. Es ist eng vernetzt mit unserem Support Center, das heißt dem Center, in dem Sie anrufen können, wenn Sie ein Problem haben und wir Ihnen weiterhelfen. Dem Center, was auch darüber hinaus dann einen Techniker vor Ort schicken kann, das heißt nicht nur das Netzwerk an den Post, sondern auch mobile Techniker, die dort unterwegs sein können. Und das funktioniert dann auch wieder, wenn der Techniker die richtige Information hat und Ihnen dann auch helfen kann vor Ort. Das heißt, er muss das richtige Teil und das richtige Know-how auch im Fahrzeug haben. Sie sehen, so greift das alles ineinander, Standorte, Prozesse und Menschen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich jetzt bei zwei Kollegen, einer Kollegin bedanken, die das Ganze möglich gemacht haben. Frau Stöttner und Herr Kress, wenn Sie bitte mal kurz auf die Bühne kommen. Die Frau Stöttner ist hier verantwortlich für den Service Center hier in Allach. Und das, was Sie heute alles sehen, hat sie mehr oder weniger hier zustande gebracht. Und da waren große Herausforderungen. Wir haben also zwischendrin mal geschwitzt, ob wir den Termin hinbekommen. Wir haben nämlich hier einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden bei der Bauarbeiten. Und es war nicht unklar, wie wir mit dem Bunker umgehen. Das hat sich alles gelöst, hervorragend. Und der Gerhard Kress ist derjenige, der hier die ganzen Thema Datenanalyse vorantreibt mit den Leuten, die Sie hier sehen, sodass wir auch ein klares Gesicht zu den ganzen Aufgaben hier geben. Und ich hatte irgendwo noch. Ja, genau, da kommt er noch. Der. So, also. Ganz herzlichen Dank, viel Erfolg in der Zukunft, alles Gute und wir hoffen, dass wir immer mehr Lokomotiven hier warten und den Kunden das geben können, was sie brauchen. Denn das ist. Denn wir stehen nicht nur für 100% Verfügbarkeit. Wir versprechen Ihnen auch die 100% Verfügbarkeit. Das ist wirklich ein Commitment. Das sind die Leute, die es möglich machen. Dankeschön. So. Und jetzt freue ich mich, Rainer Beller, den technischen Geschäftsführer von MRC, auf die Bühne zu bitten. Weil was wären wir ohne Kunden? Und Herr Rainer Beller ist einer unserer Kunden hier vor Ort, mit dem wir vieles gemeinsam vorantreiben wollen, vor allem auch das Thema Daten. Alle neuen Lokomotiven, die hier rausgehen, sollen in Zukunft online sein. Und ja, ich kann so eine kleine Überraschung auch erzählen. Also gestern sind wieder 21 Lokomotiven von MRC bei uns bestellt worden. Und wir sind uns einig, die gehen natürlich nur hier raus mit der neuesten Technologie und mit den neuesten Features, sodass wir das mit Daten von vornherein monitoren können und die Vorteile dort nutzen können und wir auch wirklich die 100% herstellen. Lieber Herr Beller, darf Sie auf die Bühne. Ja, sehr verehrter Staatsminister Herrmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich an allererster Stelle mal bei Herrn Dr. Reinkolb und auch bei Johannes Emmelheins für die Einladung zu dieser Eröffnungsfeier bedanken. Diese Eröffnungsfeier ist für uns wirklich besonders wichtig und von großer Bedeutung, insbesondere auch von strategischer Bedeutung, weil es letztendlich bedeutet, dass ein neuer Instandhaltungsstandort hier in München entsteht, hier weiter gefördert werden soll. Und der Standort München, da komme ich später gleich nochmal drauf zurück, ist wirklich insbesondere für den Schienengüterverkehr nicht gerade von geringer Bedeutung. Und